Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer, Seminarleiter und Forscher in der vedischen, sprich indischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung des Monats September 2019 anhand des jeweiligen Aszendenten. Und so brauchen Sie eben das Wissen darüber, welcher Aszendent der Ihre ist, denn in der vedischen Astrologie ist es so, dass primär der Aszendent wichtiger ist und nicht so, wie Sie das gewohnt sind aus der westlichen Astrologie, das sogenannte Sonnenzeichen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja? Dann können Sie gerne unterhalb dieses Videos hier auf einen Link gehen. Da kommen Sie auf eine Seite, wie Sie gratis Ihren eigenen Aszendenten, ob Sie jetzt Widder-Aszendent, Stier-Aszendent, Zwilling-Aszendent und so weiter sind, ausrechnen können, um dann das Richtige der 12 verschiedenen Videos für den Monat September 2019 wählen zu können. Ja, dann weiterer wichtiger Punkt, bevor wir loslegen, sind die sogenannten vedischen Astro-News, denn 12-mal im Jahr verschicke ich gratis sehr wertvolle, lohnende, wichtige, interessante Informationen über die vedische Astrologie. Das bedeutet Deutungen über Weltereignisse, Zeitqualität, Persönlichkeiten. Jetzt in der neuen Ausgabe kommt ein Artikel, wie man Teile seines Namens aus dem vedischen Horoskop herauslesen kann und vieles, vieles mehr. Falls Sie da noch nicht eingetragen sind im Verteiler, finden Sie auch dazu unterhalb dieses Videos einen Link, wie Sie sich gratis hier registrieren können, damit auch Sie künftig jeden Monat gratis Ihre vedischen Astro-News erhalten können, per E-Mail natürlich. Dann letzte Nachricht, bevor wir dann schon loslegen. Ja, jetzt auch letzter Aufruf. Und zwar, wie bereits letztes Jahr und auch dieses Jahr im Frühjahr, finden hier auf der wunderschönen Insel Zypern zwei Seminare im Oktober statt, wo Sie mehr über sich erfahren können, den Weg des Mensch erkenne dich selbst in der Tiefe erfahren können. Es sind zwei Seminare, wo es darum geht, anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops im Kreise von Gleichgesinnten in der Tiefe Ihr Schicksal, aber auch Ihre spirituelle Entwicklung aus dem vedischen Horoskop mit mir zusammen herauszulesen. Und das könnte man sagen, ist wie eine spirituelle Auszeit für sich selbst. Und dazu lade ich Sie ein. Sie finden auch dazu unterhalb dieses Videos den Link vorbereitet, damit Sie mehr über diese besonderen Seminare erfahren können, wozu Sie sich allerdings bis 20. September anmelden müssten, um dabei sein zu können. Ja, jetzt aber zur Deutung der Sterne für Monat September 2019. Ja, dann Aszendent Skorpion. Jetzt wollen wir mal schauen, wie für Sie sich die Transitplaneten im Monat September 2019 darstellen. Dazu lassen wir gleich mal die ganze Mannschaft hier einfliegen. Und so sehen wir, dass wir bei Ihnen als Skorpion-Aszendenten eine starke Besetzung des 11. Hauses haben, da Merkur und Venus und Mars und Sonne gemeinsam im ersten halben Monat September alle vier Planeten im Zeichen Jungfrau sind, ehe dann in der zweiten Monatshälfte Merkur und Venus dieses Zeichen verlassen und auch die Sonne geht dann am 23. raus, ja. Aber erstmal die erste Hälfte des Septembers ist stark gezeichnet von Haus 11. Nun, die Frage ist, wie oder was bedeutet Themen des 11. Hauses?
Das 11. Haus hat auf der einen Seite starke Energie, Dinge in einen Abschluss bringen zu wollen. Etwas auf dem Weg der wichtigen Ziele in ihrem Leben Step by Step abzuschließen. Ja, vielleicht bekommen Sie jetzt einen Titel, ja, oder Sie machen anderweitig irgendeinen Abschluss auf Ihrem Weg, so dass Sie vielleicht auch irgendwie eine Urkunde, eine Zertifizierung oder eine Prüfung haben und dadurch sich auch dementsprechend ausweisen können, was Sie jetzt erworben haben. Das 11. Haus ist aber auch die Energie, wo es darum geht, ja, für ihre Anstrengungen, wie gut sie in der Vergangenheit sich um ihre Karriere und ihren Lebenspfad gekümmert haben, jetzt Ernte zu haben. Das bedeutet, es sind nun leichter Gewinne möglich oder Einkommen, das zu ihnen kommt, je nachdem natürlich, wie gut ihre Saat in der Vergangenheit ausgebracht worden ist. So steht das 11. Haus nicht nur für Titel, sondern auch für Wertschätzung, Profit, Einkommen, Gewinne, lauter schöne Sachen. Aber selbstverständlich, es gibt ja auch das Prinzip Ursache und Wirkung. Hängt dies davon ab, ob Sie in der entsprechenden Vergangenheit auch die Ursachen dafür gelegt haben? Und wenn ja, dann kommt jetzt mit September mehr die Ernte oder die Früchte daraus, kommen daraus mehr zum Tragen. Für Menschen unter Ihnen, die vielleicht jetzt selbstständig sind oder nebenbei ein bisschen ein Gewerbe haben, sind dadurch leichter Gewinne möglich. Neue Kunden könnten eher kommen. Für Menschen, die angestellt sind, Arbeitnehmer sind, kann es sich auch so zeigen, dass sie vielleicht ja, eine positive Einkommensveränderung haben, Gehaltsverbesserung oder eben sie eine zusätzliche Qualifikation erlangen, die sie befähigt, ja, eben dann in der Wertschätzung der Gesellschaft aufzusteigen. Wenn man sagt, oh Mensch, der kann jetzt das und ja, ich habe gehört, der macht jetzt das auch und da kriegt er ja jetzt mehr und na, dafür hat er jetzt die Urkunde. Dabei spielt es keine Rolle, ob das ein Titel ist im spirituellen Bereich, ja, weil Sie jetzt Astrologielehrer sind, wie ich, oder ob Sie Kartenlegerin sind oder ob Sie jetzt Ihre Prüfung zum Betriebswirt machen. Und so kommen Sie eben weiter auf Ihrem Weg und sehen jetzt die Früchte kommen. Das 11. Haus hat aber auch eine weitere Bedeutung, die sehr wichtig ist für den Skorpion, denn das 11. Haus steht für die größten Wünsche im Leben. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, dass ja die Wünsche uns auch hierher gebracht haben in diese Welt. Ja? Es geht ja darum, diesen Zustand wunschlos glücklich zu werden, zu erreichen. Solange wir aber noch Wünsche haben, haben wir auch Bindungen, ja? Sprich, ein Wunsch stellt eine Bindung dar. Und alles, was noch eine Bindung an die Welt darstellt, steht zwischen Ihnen und der allmächtigen Kraft. So ist das Leben eben auch primär dafür gegeben worden, Wünsche zu erfahren oder zu transformieren, um diese Bindungen auf dem Weg nach Hause, in Ihr wahres Zuhause, sprich, in ihre göttliche Heimat, diese Wünsche zu überwinden. Und das 11. Haus bedeutet nun, dass das, was vielleicht noch groß an unerfüllten Wünschen da ist, sie nun wieder weiterkommen. Ja? Beispiel, ich hatte selber so einen großen Lebenswunsch immer noch, dass ich mal einmal in meinem Leben nach Israel wollte, um da auf den Spuren von Jesus Christus zu wandeln, See Genezareth und Jerusalem und so weiter und Nazareth. Und das habe ich eben gemacht letztes Jahr.
Und dadurch wurde mir ein ganz großer Lebenswunsch erfüllt, dass ich da eine Woche sein konnte. Aber jetzt habe ich das erlebt. Jetzt war ich da. Es war super. Bin auch in den Jordan rein. Ich bin nicht über den Jordan, sondern in den Jordan. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, weil ich habe gesagt, ich gehe nicht über den Jordan. Ja, sondern ich gehe in den Jordan. Ja? Da wissen Sie ja, da lassen sich ja die Christen taufen. Und das ist ja ein Unterschied, oder? Also ich bin nicht über den Jordan. Ja, ich bin ja noch da hier. Ne? So. Und das bedeutet, jetzt habe ich diesen Wunsch erlebt und mit diesem Planeten jetzt im 11. Haus können Sie entweder in einer Angelegenheit, die für Sie einen großen Wunsch darstellt, weiterkommen in der Erfüllung dieses großen Wunsches, womit Sie sich auch sehr beschäftigen sollten, was das eigentlich ist, was Sie wollen in Ihrem Leben. Oder Sie könnten vielleicht auch erkennen, mit ihrem größten Wunsch, ja, was sie noch haben, naja. Also, es brauche ich jetzt unbedingt einen 500er Mercedes. Also, tolles Auto, ich glaube, das muss ja gar nicht unbedingt sein. Eigentlich, da muss ich mir dafür kaputt arbeiten. Oder brauche ich jetzt eine Immobilie für 300.000 Euro und 30 Jahre Schulden machen, bloß weil es jetzt so wenig Zinsen sind? Ist ja auch wieder Bindung. Ah, ich glaube nicht. Ja. Und dann sagen sie vielleicht, ich lasse den Wunsch los und werden dadurch auch frei. So oder so hat das 11. Haus eben damit zu tun, sich seiner größten Wünsche im Leben bewusst zu werden oder diese auch loszulassen, um diese Bindungen zu überwinden. Bitte machen Sie sich das bewusst. Aus Sicht der indischen Astrologie, die ja eng mit den Veden oder mit einem höheren Verständnis des Lebens verbunden ist, ist der Aufenthalt des Menschen auf der Erde primär zur Selbstentwicklung da, sich selbst und Gott zu finden. Und um dahin zu kommen, geht es da aber darum, all das, was uns halt, was wir noch meinen, was wir noch an Spielzeug in Anführungsstrichen brauchen, dass wir uns halt da noch austoben. Denn allein sind wir in diese Welt gekommen. Und allein werden wir wieder diese Welt verlassen. Wir müssen erst unser ganzes Spielzeug da lassen. Ne? Und so ist es wichtig, dass wir auch keine Bindungen mehr haben, ehe wir dann wieder gehen von dieser Ebene. Denn wir werden auch nach dem Tod dort wieder hingehen, wo wir noch gebunden sind. Und so ist es aber das Ziel, Loslösung, ja, bereits zu Lebzeiten zu erreichen, indem wir eben die Wünsche erleben oder transformieren. Aber dazu müssen wir sie kennen. Und machen Sie sich dabei auch bewusst, dass es darum geht, nicht zu viele Wünsche sich auszusuchen. Ja, ich will dies und das und jenes. Ne? Und irgendwann hat man drei, vier große Wünsche, aber weil das einfach eine Überfrachtung ist, ja, hat man sich nicht fokussiert und man kommt nirgendwo an. Ja? Weniger ist mehr. Und lieber einen Wunsch wirklich jetzt mal in dem Leben, den großen Wunsch rausfinden und ausleben, ja, auf eine ethisch korrekte Art und Weise, und dann werden Sie von dieser Bindung frei. So. Nun, das 11. Haus lädt Sie auch ein, mehr in Kontakt zu gehen mit Menschen Ihrer Gesinnung. Denn wissen Sie, als Skorpion kann es Ihnen so gehen, dass Sie zeitweise ein bisschen verloren sind in dieser Welt, weil das, was Sie ja nicht so gut haben als Skorpion, sind die Stierqualitäten, ja, das normale Materielle. Das ist jetzt nicht so Ihre Welt, ja. Und die meisten Menschen leben aber hier in einer materiellen Gesellschaft und legen halt primär Wert auf das Äußere. Und so haben Sie weniger Möglichkeit, Gesprächspartner zu finden, wo sie über den Tod, Astrologie, Leben nach dem Tod, Seele und was weiß ich was alles reden können. Und mit diesem Planeten im 11. Haus ist aber ausgedrückt, dass es leichter jetzt sein kann, dass sie Menschen finden, mit denen sie sich austauschen können, weil sie auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja, das 11. Haus steht für gleichgesinnte Gruppenmitglieder, Vereinsmitglieder und lädt sie ein, sich mal zu überlegen, inwieweit ihnen ein Austausch mit Gleichgesinnten, ja, sehr gut tun würde.
Apropos, ich habe ja in meinem Eingangsworten ja gesagt, dass jetzt auch diese Seminare auf Zypern sind, zwei Stück über Schicksal und Spiritualität in Verbindung mit dem eigenen vedischen Horoskop. Und das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wo Sie sich noch bis zum 20. September anmelden können. Nun, schauen wir mal weiter. Die anderen Planeten haben ihre Position ja nicht verändert, Jupiter in Haus 2, Saturn, Ketu, Rahu, Haus 3 und 9. Denn diese Planeten bleiben ja mehrere Monate in den gleichen Hauspositionen. Das bedeutet, sie haben mit Jupiter im zweiten Haus eine ganz gute Position, dass es mit den Finanzen auf alle Fälle so geht, dass sie das bekommen, was sie wirklich brauchen, was wirklich sinnvoll ist. Dafür ist das Geld in der Regel da. So haben sie weniger das Gefühl, dass eine totale Enge herrscht, weil irgendwie geht es dann doch immer so hinaus, dass es für sie passt. Mit Jupiter in Haus 2 können sie auch einen Zuwachs an ihrem Selbstwert erfahren und auch mehr Freude durch ihre Verbindung mit ihrer Ursprungsfamilie haben, als wie in der Vergangenheit, sprich mit den Eltern. Saturn Ketu in Haus 3 zeigt an, dass sie noch einiges vertiefen müssen, was das Verständnis angeht bezüglich ihres Egos und ihrem Denken und ihrem Mustern, ja. Und damit sie hier noch weiter in die Tiefe bohren können, ja, wie sie eigentlich hier ticken, ne, mit Saturn in 3, mit ihren Denkmustern und Meinungsmustern und was sie meinen zu wissen, ist es aber gleichzeitig erforderlich, dass sie mit Rahu in Haus 9 vorwärts marschieren in der Vertiefung ihres Glaubens, mit einem Zuwachs an Vertrauen. Das neunte Haus steht für das höhere Wissen. Das heißt, das neunte Haus steht für meinetwegen Ethik oder den Glauben oder die heiligen Schriften oder die Astrologie oder das, was ein Guru lehrt oder für Moral. Und durch die Auseinandersetzung, also mit Weisheitslehren oder Philosophie oder Spiritualität, die ihren Geist erheben, entwickeln sie letztlich dadurch ein größeres Verständnis, um ihrem Ego, ja, wie sie das doch noch teilweise lahmlegt, ja, mehr auf die Spur zu kommen. Das ist also so diese Achse hier. Und Rahu in Haus 9 treibt sie schon auch weiter an, ihren Horizont auszudehnen, indem sie vielleicht, ja, wie soll ich sagen, Reisen zur Bewusstseinsweitung machen. Ja, ich spreche jetzt nicht über ungesunde Sachen, gell? Ganz vollkommen klar. Ungesunde Sachen, was weiß ich, was da alles für Möglichkeiten gibt. Alkohol, tralala, darüber rede ich nicht. Da hat der Skorpion eine Schwäche, wo er leicht dazu geneigt sein kann. Aber Alkohol ist definitiv eine Blockade auf dem spirituellen Weg und ist gänzlich zu lassen. Und was da die Bibel mit Wein übersetzt, das war alles so nicht gemeint. Ja, das ist wortwörtlich eigentlich Traubensaft. Ja, und weil halt irgendwann man gemeint hat, die Pfarrer wollen das auch gern trinken, dann haben wir das halt als Wein übersetzt. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Das neunte Haus steht also auch für Pilgertouren oder Reisen an Kraftorte oder Reisen an heilige Orte oder das Finden eines Lehrers oder Gurus. All diese Dinge, da was zu unternehmen, ja, auch das Erlernen der Astrologie übrigens, bringt sie weiter von ihrem Verständnis und Bewusstsein, um letztlich Saturn und Ketu in Haus 3 noch mehr in die Tiefe zu kommen, wie ihr Ego eben tickt. Jetzt noch zu der Veränderung der Planeten. Denn die Planeten Merkur und Venus verlagern Mitte September ihre Position in Haus 12. Das kann dazu führen, dass vielleicht ihre Partnerin
Ja, vielleicht berufsbedingt oder aus anderen Gründen, dass sie zu der ein bisschen Abstand haben, weil sie sich räumlich voneinander getrennt aufhalten müssen, ja. Das kann geschäftliche Gründe haben, Merkur, ja, oder Sachen, die was mit dem Lernen zu tun haben. Und sie sind ja die Sonne und Mars, ne? Sie bleiben dann noch in Haus 11, haben vielleicht mit Gleichgesinnten zu tun oder kümmern sich um ihre Projekte und Ziele weiterhin. Allerdings, die Sonne zieht dann auch nach, nämlich am 23.09. geht sie auch ins 12. Haus. Das bedeutet, vielleicht folgen sie dann ihrer Partnerin dorthin, wo sie ist. Und kommen dadurch wieder eben auch physisch zusammen, nachdem sie aus welchen Gründen auch immer ein paar Tage oder eine gewisse Zeit der Distanz erlebt haben. Mars, der Herrscher ihres Aszendenten, bleibt aber den ganzen Monat im 11. Haus. Das heißt, sie kämpfen weiter um ihre Ziele, Projekte, Titel, Abschlüsse, Einkommen, Vorwärtskommen in ihren größten Wünschen. Und anzumerken am Schluss wäre dabei, zwar sind die Planeten Venus, Merkur, Mars vor allem den ganzen Monat zu nahe an der Sonne, wodurch sie nicht so 100% rundlaufen, aber auch wenn die Dinge manchmal zäh gehen oder etwas holprig, ja, das ist deswegen nicht zu entschuldigen, dass wir in unseren Bemühungen nachlassen. Also bleiben Sie dran, denn wichtig ist das, was Sie tun, denn alles, was Sie tun, führt gleich oder später irgendwann auch zu der entsprechenden Frucht. Und so sollten wir immer unser Bestes geben und uns nicht von den Planeten hier dazu bringen lassen, in unseren Anstrengungen nachzulassen. Gut, das war's für Sie, Aszendent Skorpion, Monat September 2019. Ja. Nun sind wir am Ende angelangt, deswegen nochmals die Erinnerung, falls noch nicht eingetragen, hier meine vedischen Astro-News. Hierzu finden Sie vorbereitet einen Link unterhalb dieses Videos, damit Sie auch künftig einmal im Monat gratis diese sehr gerne gelesenen vedischen Astro-News erhalten können. Und natürlich der zweite Punkt, das Highlight des Jahres 2019, Ihre Reise zu sich selbst, Ihre Reise in Ihr eigenes inneres Universum. Dazu finden zwei Seminare statt, spirituelle Auszeiten könnte man auch dazu sagen, hier auf der so wunderschönen Insel Zypern, ja, und zwar von Mitte Oktober, jeweils eine Woche, ja, können auch beide Seminare buchen oder getrennt zu Themen, die Sie zu sich und Ihrer Quelle näher bringen, damit Sie Ihr Leben zu mehr Blüte und Erfüllung bringen können. Und sofern Sie darüber auch mehr erfahren wollen, befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos ein Link mit einer sehr ausführlichen Beschreibung, damit Sie schon eine Vorfreude oder Gefühl bekommen, welche besondere Möglichkeit das für Sie wäre, hier sich diese Auszeit im Oktober gönnen zu können. Gut, ja, dann verbleibt es mir nur noch, Ihnen auch für den Monat September 2019, ja, eine weitere erfolgreiche Reise in Ihre Kraft oder ins Licht zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.